Willkommen zu dem ISM Excel Kurs. In dieser Einheit geht es darum, dass wenn wir einen Datensatz, wie hier gegeben haben, wir für einzelne Zahlen, einzelne Elemente berechnen können, der wievieltgrößte diese Zahl entsprechend ist. Oder andersrum, wir haben diese Zahlenreihe gegeben, wir wollen wissen, für den Eintrag ist es der größte, zweit-, dritt-, viertgrößte. Wo ist der Unterschied drinne? Das sehen wir uns, wenn wir uns die einzelnen Befehle uns genauer angucken. Bei dem einen habe ich zum Beispiel eine Zahl vorgegeben. Ich habe zum Beispiel hier meine 7 vorgegeben. Und ich möchte jetzt wissen, auf welchem Platz steht diese 7, wenn ich meine Liste anordnen würde. Ist das also die kleinste, zweit-, dritt-, viert-, fünftkleinste Zahl? Das heißt, hier habe ich die Zahl vorgegeben. Was ich in diesem Fall dann eigentlich mache, ist eine Rangberechnung. Ich möchte wissen, welchen Rang nimmt die 7 ein. Das heißt, hier nutze ich die Funktion Rang. Sehen wir schon, hier gibt es zwei Unterschiede. Einmal Rang gleich und einmal Rang Mittelwert. Fangen wir einmal mit diesem Rang gleich an und dann erkläre ich auch, worum es sich bei diesen beiden Funktionen im Detail handelt. Was ich in beiden angeben muss, ist die Zahl, die rausgesucht werden soll und unter Bezug, welcher Bereich durchsucht werden soll, also wo letzten Endes das Datenset steht, was durchsucht werden soll. Zusätzlich habe ich noch hinten die Reihenfolge, also sprich, ist es absteigend oder aufsteigend, heißt bei absteigend, der größte Wert hat Rang 1, der zweitgrößte Rang 2, der drittgrößte Rang 3 und so weiter. Bei aufsteigend ist es genau andersrum. Bei aufsteigend hat der kleinste Wert Rang 1, der zweitkleinste Rang 2, drittkleinste Rang 3 und so weiter. Hier machen wir es mal mit aufsteigenden Zahlen rein. Also der kleinste Wert hat Rang 1 und so weiter. Wenn ich das durchführe, sehe ich hier, die 7 hat Rang 2, ist also die zweitkleinste Zahl. Schauen wir uns mal das Datenset an. Dann sehen wir auch, es gibt nur die 5, die kleiner ist als die 7. Jetzt haben wir aber zweimal die 7 hier. Das heißt, diese 7 und diese 7 hat einen Rang von 2. Und das liegt daran, dass wenn ich hier diese Funktion gleich nehme, dann weist Excel der entsprechenden Zahl, die ich hier nachgucke, immer den kleinstmöglichen Rang zu. Das heißt, hier ist sie zweimal, sie ist einmal auf Position 2 und auf Position 3. Das heißt, der kleinste Rang ist 2, das heißt, die 7 bekommt den Rang 2. Das ist, wie gesagt, wenn ich die Funktion verwende, Rang.gleich. Jetzt hatten wir aber gesehen, es gibt ja noch eine zweite Funktion. Das war diese Rang.mittelw, also Mittelwert. Was die Funktion macht, erstens, sie funktioniert ähnlich wie die andere, möchte die Zahl haben, dann auf welchen Bereich ich mich beziehe und auch hier die Reihenfolge. Machen wir auch wieder absteigend. Und dann sehe ich, hier kriege ich jetzt einen Rang von 2,5 raus. Was heißt jetzt 2,5? Ich habe ja eine Position eigentlich 1, 2, 3, 4. Ein Rang von 2,5 bedeutet, diese 7, die kommt jetzt hier ja mehrmals vor. Einmal auf Platz 2 und einmal auf Platz 3. Das heißt, wenn ich Rang Mittelwert benutze, dann nimmt er diese beiden Werte und rechnet den Mittelwert dieser Werte aus. Und der Mittelwert von 2 und 3 ist 2,5. Das heißt, dieser Wert und dieser Wert haben den Rang 2,5. Das heißt, bei Rang gleich nimmt er den kleinsten aller möglichen Ränge. Bei Rang Mittel-W nimmt er den Mittelwert aus allen Rängen, die die entsprechende Zahl in dem Datenset einnimmt. Soweit zu dem Thema Rang. Die Rangfunktion, wie gesagt, nutze ich dann, wenn hier dieser Wert vorgegeben ist, den ich nachschauen möchte. Wenn ich jetzt nur mein Datenset habe und wissen möchte, ist das hier der größte, kleinste, zweitkleinste, zweitgrößte und so weiter, dann nutze ich eine andere Funktion. Dann nutze ich entweder k kleinste oder k größte. Hier machen wir das mal mit k kleinste.
dann sehen wir in der Beschreibung, gib den k-kleinsten Wert einer Datenreihe vor. Das heißt, ich gebe ihm hier eine Datenreihe und dann sage ich ihm, den wieviel größten Wert will ich haben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf 2 gehe, den zweitkleinsten Wert. Ja, und dann kommt, das haben wir eben auch hier gezeigt, die 7. Der drittkleinste Wert, das sehen wir auch, ist auch eine 7. Das heißt, wenn ich hier 3 eingebe, kriege ich auch die 7. Der kleinste Wert, das ist hier jetzt, ist die 5. Das heißt, k kleinste von einem Bereich und dann die 1, das entspricht ganz einfach auch dieser Funktion Minimum, also Min von dieser Datenreihe. Das heißt, Minimum, k kleinste, Bereich 1, entspricht dieser Funktion. Jetzt hatten wir hier eben noch was anderes gesehen. Wenn ich Minimum eingebe, habe ich hier auch Min A. Das ist auch der Minimum. Das ist auch das Minimum. Wenn ich jetzt aber hier Texteingaben drin habe, werden die mit betrachtet. Das ist jetzt für uns an der Stelle eher irrelevant, weil meistens macht man sowas nur, wenn man tatsächlich Zahlen auswerten möchte. Wenn ich allerdings Texte hier mit drin habe, die in irgendeiner Form berücksichtigt werden sollen, dann kann ich dieses Min A nehmen. Idealerweise würde ich jedem empfehlen, immer nur Minimum und Maximum, also Min-Max-Funktion nutzen. Damit sind wir auch schon bei dem zweiten Teil. Wenn ich den größten Wert der Datenreihe haben möchte, nehme ich Max. Gehe hier hin. Max, das ist die 23, der größte Wert hier. Und das kriege ich auch zur Not mit K größte. Nimm die Matrix, gebe hier 1 ein, also der erste, wenn es absteigend sortiert ist. Der größte ist hier 23. Dann sehe ich schon hier auch, der zweitgrößte, das ist hier die 16. Das heißt, wenn ich hier eine 2 eingebe, bekomme ich die 16. Das heißt, ich habe hier zwei Möglichkeiten kennengelernt. Entweder, wenn ich einen Wert vorgegeben haben möchte und wissen möchte, an welcher Stelle in der geordneten Datenreihe befindet er sich, also welchen Rang nimmt er ein, dann kann ich entweder absteigend oder aufsteigend den Rang gleich oder Rangmittelwert verwenden. Wenn ich aber nur die Datenreihe gegeben habe und möchte wissen für jeden Datenpunkt, welche Position in meinem geordneten Datenset nimmt er ein, dann kann ich hingehen und das Ganze mit k kleinste oder k größte berechnen. Entschuldigung, wenn ich wissen möchte, ich habe die Position gegeben und ich möchte wissen, welcher Wert da steht. So rum. Das heißt, hier ist der Wert gegeben und ich suche die Position. Hier ist die Position gegeben und ich möchte den Wert haben. Jetzt kann ich das Ganze auch sehr einfach dafür nutzen, um zum Beispiel das für diese ganze Datenreihe auf einmal zu machen. Ich kann zum Beispiel hier hingehen. Nehmen wir hier mal die Ranggleich-Funktion, wähle immer die Zahl, die links steht und dann das gesamte Datenset. Wenn ich jetzt hier auf absteigend gehe, bevor ich das eingebe, setze ich kurz noch bei dem Bereich, damit er immer gleich bleibt, vor die Zahlen, also vor die entsprechenden Zeilenbezeichner, ein Dollarzeichen. Jetzt kann ich das runterziehen. Und dann habe ich entsprechend für jede Position hier meine entsprechenden Ränge. Das heißt, wenn ich eine Rangbildung eines Datensets vornehmen möchte, würde ich genau auf diese Art vorgehen. Ich nutze Rang, meistens dann Punkt gleich, wähle die Zahl links davon aus, das ist hier die C3, dann den ganzen Bereich, setze diesen Bereich fest, indem ich Dollarzeichen zumindest vor die Zahlen, wenn es jetzt ein größerer Bereich ist, auch vor die Buchstaben setze und dann mache ich es ab- oder aufsteigend. Das heißt, genau sowas brauche ich zum Beispiel zur Vorbereitung, wenn ich einen Spearmans Rangkorrelationskoeffizienten berechnen möchte. Wenn ich allgemein wissen möchte, dass zum Beispiel eine Liste von Teilnehmern, die verschiedene Punkte erreichen,
welchen Platz haben die jeweiligen Teilnehmer erreicht. Und ich möchte es direkt für alle auf einmal berechnen. Gut, damit haben wir dann auch diese Einheit zum Thema Rangbildung abgeschlossen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie konnten hieraus etwas für sich mitnehmen. Und weitere Aufgaben in dem Stil, die finden Sie über die entsprechend zugehörige Playlist. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.